Spring along, also die Festung sind. Sagt, es ist doch ein geheimes. Wir werden sehen, was sich dort zeigt. Ah, hier auf Spingalonga scheinen wohl die mächtigsten Schätze verborgen zu sein. Ah, ich glaube, ich habe auch schon was gefunden. Haha. Anders blöd. Hey ho YouTube und herzlich willkommen diesmal auf Kreta. Ja, wie gesagt, wunderschönes Wetter, eine malerische Landschaft und genauso malerisch und märchenhaft wie diese Landschaft im Hintergrund von mir ist, ist auch der folgende Band Fables, Ever After. Meine erste Berührung übrigens mit Fables, bisher hatte ich, kannte ich Fables eigentlich nur aus dem Videospiel zum Wolf Among Us, aber dann bekam ich dieses wunderschöne Fables Paperback in Händen und muss sagen, ich bin durchweg positiv überrascht. Worin handelt, oder beziehungsweise worum geht es in Fables Ever After? Ever After, der Titel erklärt es vielleicht schon so ein bisschen, ist, spielt nach der eigentlichen Handlung der Fables-Bände, die damals bei Vertigo erschienen sind, und geht damit weiter, dass quasi der schwarze Turm in Fables zerstört wurde, die Magie in die normale Menschenwelt überging und deswegen auch die Menschen mehr oder weniger ja, mit Magie umgehen können oder mit Magie zu umgehen lernen, aber nicht wirklich wissen, wie es funktioniert, beziehungsweise dem Ganzen ein bisschen überdrüssig sind. Wie gesagt, das ist meine erste Berührung mit Fables und die Rahmenhandlung ist eigentlich ziemlich klar gesetzt, aber das Ganze ist mehr oder weniger verpackt in einem Spionage- oder Action-Ambiente à la James Bond oder Mission Impossible, in dem es darum geht, dass ein Mädchen wohl die unglaubliche Kraft besitzt, und zwar Fables aus dem Nichts erschaffen zu lassen. Und der Sohn von Snow und Bigby Wolf, beziehungsweise der große böse Wolf, haben einen Sohn gezeugt in der Zeit, Connor Wolf, der sich wohl in alles Mögliche verwandeln kann und nicht nur in einen Wolf, so wie der Vater es halt kann. Und die werden mehr oder weniger auf die Mission geschickt, dieses Mädchen in Gewahrsam zu bringen, das wiederum ein kleiner Mr. Prismy heißt, der kleine Kerl, ein kleines Einhorn, das sprechen kann, aber mehr oder weniger harmlos ist, während das Mädchen nicht ganz so harmlos ist, denn es lässt sich nicht gerne in Gefangenschaft nehmen. Ja, wie man sehen kann, also es ist blutig, es ist böse, es ist verstörend teilweise. Das Coole ist auf jeden Fall, dass es nicht diese typischen James Bond Gadgets gibt, die es sonst immer gibt, sondern es gibt Magie und Magie ersetzt quasi alles andere. Vor allem zum Beispiel sowas wie ein Glasschneider nimmt man Magie und man lässt den Glasboden über sich herumschweben. Oder man will sich nicht nur tarnen, also nimmt nicht diese typischen Mission Impossible Masken zu sich, sondern man trinkt zum Beispiel was oder nimmt Spray zu sich und schon ist man derjenige, den man sein möchte. Wie gesagt, ich habe auch schon gesagt, dass die Magie die Menschen mehr oder weniger auch immer mehr erreicht und das zeigt sich hier in einem wunderschönen Panel, in dem ein Typ in einem Tattoo-Studio hingeht, sich den einen Arm mit einer Meerjungfrau tätowieren lässt und wenn er beide Arme miteinander verbindet, gleitet die Meerjungfrau von einem Arm zum anderen. Das fand ich eine wunderschöne Idee. Was ich nicht ganz so gut gelungen finde, ist aber meiner Meinung nach ist die Handlung. Ganz einfach aus dem Grund, es wird nicht nur die Handlung erzählt mit diesem Mädchen, was ich gerade so ein bisschen erzählt habe, sondern es kommt noch eine zweite Handlung hinzu. Es kommt noch eine zweite Handlung hinzu, in dem Kunsträuber mehr oder weniger indianische Artefakte zu sich nehmen wollen und damit eine Beschwörung zu sich geben wollen. Die beiden Handlungen laufen mehr oder weniger parallel, harmonieren aber niemals am Ende miteinander. Also am Ende ist es so, es gibt eine große Katastrophe à la Roland Emmerich, eine ganze Stadt zerstört, in diesem Fall San Francisco. Aber es passiert niemals, dass dieses kleine Mädchen irgendwie in die Handlung von diesem Indianerstamm-Exorzismus-Handlung mit eingreift oder eintritt. Fand ich ein bisschen schade. Ganz zum Schluss gibt es sogar noch eine kleine Bonus-Story, die mit der eigentlichen Geschichte noch nicht mal wirklich viel zu tun hat, sondern mehr oder weniger vor dem Chaos davor spielt. Und von einem Magier handelt, der plötzlich zu einem Fable wurde und ja, mehr oder weniger eine Prinzessin befreien sollte, aber dann gelingt wurde von seinem Auftraggeber. Ganz nett erzählt. Die Zeichnungen, ja, ihr habt schon vielleicht gesehen, sind auf einem durchweg guten bis sehr guten Niveau, wie ich finde. Und das Ganze liest sich auch relativ flott. Ich würde mal so sagen, Fable-Fans greifen hier sowieso zu, weil es endlich weitergeht im Fables-Universum nach dem Halt der großen Zerstörung des dunklen Turms oder des schwarzen Turms.
Alle anderen sei dieser Band definitiv empfohlen, weil er relativ kurzweilige, spannende, sehr gute Action präsentiert. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es noch weitergeht, aber das einzig Gute, oder beziehungsweise das eines der guten Dinge bei diesem Band auf jeden Fall ist, hat ein abschließendes Ende. Es führt nicht irgendwelche Fäden weiter oder versucht dich irgendwie weiter zu spinnen von wegen Tauchband 2, um wirklich alles zu erfahren, sondern es hat ein wirklich schönes Ende, noch eine Bonus-Story hinterher, und mehr kann jemand auch nicht erwarten. So.